Sehr geehrte Damen und Herren, Wieselburg ist eine dynamische, wachsende Stadt. Menschen und Firmen wollen sich bei uns ansiedeln, worüber wir uns sehr freuen. Gleichzeitig haben wir mit dem neuen Entwicklungskonzept für das gesamte Stadtgebiet im Ausmaß von 5,43 Quadratkilometer klare Grenzen für Wohnbau und Betriebsansiedlungen gesetzt. So wollen wir beispielsweise bei dieser Fläche, die hinter der BLD und Josephinum Research ist, kein Betriebsgebiet mehr. Diese Fläche soll als landwirtschaftliches Versuchsfeld erhalten bleiben. Und genauso wollen wir hier am Teichweg kein Betriebsgebiet mehr, sondern diese Fläche ist ebenso der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten. Das gesamte Entwicklungskonzept, das auf die nächsten 20 Jahre ausgelegt ist, finden Sie auf der Website der Stadtgemeinde Wieselburg. Eine weitere wichtige Zielsetzung ist, laufend Entsiegelungs- und Bepflanzungsprojekte umzusetzen. Sehen wir uns zwei Beispiele an. Ja, ich stehe hier vor der Halle 2, einer ehemaligen Messehalle am Zusammenfluss von Großer und Kleiner Erlauf. Sie wird noch genutzt von den Naturfreunden Wieselburg für Vereins- und Lagerzwecke, ansonsten kaum noch. Ja, und diese Halle 2 wird in den nächsten Jahren abgerissen, auch der Asphalt rundherum wird soweit als möglich beseitigt und es wird eine schöne grüne Insel, ein Erholungsraum für die Wieselburgerinnen und Wieselburger entstehen, sowie ein kleines Bootshaus der Naturfreunde Wieselburg. In der Neubaugasse haben wir genug Platz, um Asphalt zu beseitigen, Bäume zu pflanzen, damit ein angenehmeres Klima hier im Siedlungsgebiet zu schaffen und natürlich ausreichend Parkplätze zu erhalten.